Kapitel 26. Latias. Kampf gegen den finsteren Lord. Am nächsten Morgen wollten wir uns alle Zeit der Welt lassen. Keiner wollte ein unnötiges Risiko eingehen und Nick schoss mal übermüdet gegenübertreten. Doch trotz dem anstehenden letzten Gefecht war die Stimmung in unseren Reihen so gut wie selten zuvor. Selbst die beiden Wächter wirkten einmal zufrieden. Black war auch relativ gut drauf, was aber nach meinen Erfahrungen großteils an Ivys und Sparks Geschichte lag. Auch Shinux wirkte wieder bei bester Laune. Der Gedanke, dass Nick Schosma heute fallen würde, erfüllte viele von uns mit Freude. Aber Lord Eckhart uns erzählt, wie dringend Hydropi gegen Nick Schosma hatte kämpfen wollen. Deswegen tat es mir auch wirklich leid, dass er bei dem Event nicht dabei sein konnte. Am späten Vormittag wollten wir schließlich aufbrechen. Doch als gerade alles Wichtige gepackt war, hörten wir ein Rascheln. Es war deutlich lauter als das, was Shinux am Vorabend verursacht hatte. Aufgrund des mangelnden Bewusstseins, worum es sich handelte, waren wir alle sehr skeptisch. Bis ein Riolu aus dem Gebüsch gesprungen kam. Ich hatte recht, sie sind hier. Dieses Riolu erkannte ich sofort. Olaf, ihr habt es doch noch geschafft. Und wo ist Hydropi? Natürlich haben wir es geschafft. Ihr wart ja auch nicht gerade schnell. Und Hydropi gibt es nicht mehr. Ich verstand erst nicht, was er aussagen wollte. Bis ein weiteres Pokémon aus dem Gebüsch gekracht kam. Das Sumpex hatte deutlich größere Probleme mit der Fortbewegung zwischen den Büschen. Also manche Vorteile hatte meine alte Form auch. Aber ich bin auch hier. Gerade Hydropis, Sumpex beste Freunde wirkten wirklich erfreut. Du hast dich entwickelt? Herzlichen Glückwunsch dazu. Also war die Suche für dich keine verschwendete Zeit. Und weißt du was? Es kommt noch besser für dich. Für euch auch. Ich sehe hier schon einige neue Bekanntschaften, aber falls das euch noch nicht reicht, haben wir auch noch Verstärkung mitgebracht. 5 weitere Pokémon kamen an unserem Lager an. Sie alle hatten zu Olafs Team in der Menschenwelt gehört. Und ein lauter Schrei zeigte uns, dass auch die Nummer 6, Rayquaza, höchstpersönlich mit dabei war. Ehrlich gesagt hat Nick Schossmann mir beinahe leid. Eine derart riesige Gruppe hatten wir noch nie ansatzweise. Auf dieser Lichtung befanden sich gerade 22 mächtige Krieger, teils legendär, teils auserwählt. Wie wollen wir diesen Kampf denn überhaupt verlieren können? Das ist doch schon so gut wie gegessen. Sumpex sagte dazu nicht wirklich etwas. Und was soll die gute Nachricht für mich sein? Wir alle wissen, was du nach dieser Reise tun wolltest. Nun, wir wollten uns gerade zur Schlacht gegen Nick Schosma aufmachen. Denn, das klingt jetzt komisch, aber wir klären es euch später genauer. Nick Schosma ist der Herrscher der dunklen Materie, die Günther übernommen hat und diese Welt terrorisiert. Diese Nachricht brachte ihn wahrlich zum Strahlen. Nick Schosma, heute wirst du fallen. Und Günther ist auch hier, hörst du, Olaf? Und Sejong, bist du? Ja, bin ich, lang nicht gesehen. Ein weiterer Blick in unsere Runde seinerseits steigerte seine Laune noch mehr. Iveltal, Giratina und Groudon sind auch alle hier. Das ist ja schon fast übertrieben. Das kann tatsächlich sein. Aber lieber haben wir ein paar zu viele Mitstreiter als zu wenige. Aber erzähl doch mal, was bei euch so passiert ist. Während wir uns langsam in Richtung des großen Zieles begaben, erzählt uns Rayquaza, weshalb das gesamte Team sie begleitet hatte. Vor vielen Jahren, so erzählte er, hätte Rayquaza eine Vision gehabt. Eine Vision über die Rückkehr des dunklen Gottes in einer gefallenen Welt. Und als er schließlich von Sumpex und Olafs Ziel hörte, war ihm klar, dass ihre Zeit gekommen war. Aber trotzdem freute mich diese Nachricht kein bisschen. Nick Schosma war anscheinend mächtiger als wir dachten, aber an die Legende des dunklen Gottes könnte er niemals herankommen. Der dunkle Gott. Auch Bulbi und Shinux hatten vor dem Beginn ihrer Reise bereits von ihm gehört. Ein Wesen so mächtig, dass seine bloße Existenz das Potenzial hat, Raum und Zeit kollidieren zu lassen. Und diese Bestie sollte hier auftauchen? Wir konnten nicht viel tun, außer zu hoffen, dass Rayquaza sich in diesem Punkt irrte. Gleichzeitig erklärten wir ihnen, was wir alles herausgefunden hatten. Über Günther, die dunkle Materie, Nick Schosma und Shinux inneres Wesen. Wir waren letztlich an diesem Punkt angelangt. Alle Geheimnisse schienen gelöst. Wir standen Meter vor dem großen Finale. Jeder wusste, was alles geschehen war. Und schließlich am Höhleneingang gab es kein Zurück mehr.
Ihr müsst das Ganze aber entweder alleine schaffen oder ihn rauslocken. Ich meine, Groudon, Rayquaza, Yveltal und ich sind tatsächlich etwas zu groß für den Eingang, falls ihr das nicht bemerkt habt. Wir hatten es natürlich schon bemerkt, auch wenn es natürlich nicht toll war. Ich bezweifelte auch, dass Necrozma sich rauslocken lassen würde, da die dunkle Materie zumindest von Giratina und Yveltal wusste. Also mussten wir die vier zurücklassen. Aber unsere Überzahl war immer noch immens. Shinux, was wirst du in diesem Kampf tun? Du darfst selber entscheiden, ob du mitkämpfen wirst, wie du bist, oder den Träger Blutklinges kämpfen lässt. Ehrlich gesagt überraschte seine schnelle Antwort mich. Diesen Kampf überlasse ich dem Wesen. Ich würde zwar gerne selber gegen Necrozma kämpfen, aber noch lieber will ich das Bewusstsein haben, dass er auch wirklich leidet. Auch Bulbi wirkte ziemlich überrascht von dieser Reaktion. Wenn du das wirklich so willst, ich verspreche dir, Necrozma kommt nicht wieder davon. Diesmal wird er fallen. Entschlossenheit brannte in Shinux' Augen. Ich weiß. Heute wird es enden. Also, ihr wisst, wie man dieses Wesen ruft? Tut, was ihr tun müsst. Nun gut. Wäre nur schön, wenn das Wesen uns einen Namen gesagt hätte, aber Träger Blutklinges, tritt hervor. Ich hatte keine Ahnung, ob es tatsächlich funktionieren könnte, aber es zeigte sich schnell, dass dies der Fall war. Schatten sammelten sich um Shinux und auf einmal stand wieder der Schatten mit der legendären Waffe vor uns. Ihr habt nach mir gerufen. Ja, die Schlacht gegen den Lord der dunklen Materie steht direkt bevor. Und Shinux hat selber gewünscht, dass du diesen Kampf an seiner Stadt bestreitest. Das Wesen drückte keine Form von Emotion aus. Gut, dann werde ich meinen Job machen. Ich bin bereit für den Kampf. Die letzten Sekunden vor dem Eingang der Höhle. Meter vor dem Finale. Heute würden die dunkle Materie und Necrozma fallen. Und Günther würde zurückkehren. Auf in den Kampf. Wir erreichten schnell den zentralen Raum, den Shinux erwähnt hatte. Necrozma war bereits hier. Die dunkle Materie schien nicht anwesend zu sein. Als unser alter Feind uns sah, wirkte er geschockt. Was? Wieso seid ihr hier in der Höhle? Woher wisst ihr, dass ich hier bin? Das ist nicht das Thema. Sag uns, was das mit dir und der dunklen Materie ist. Schnell wandelte sich Necrozmas Schock zu Amüsement. Ach, da hat wohl jemand etwas Mut gefasst. Und was die dunkle Materie angeht, was soll da groß los sein? Das ist doch ein ganz normales Verhältnis. Ich befehle, sie gehorcht. Und seit wann kontrollierst du die dunkle Materie? Hast du sie nicht früher selber bekämpft? Wieso steht ihr auf derselben Seite? Es ist nicht eindeutig. Früher stand ich auf eurer Seite. Auf der falschen. Schon vor längerer Zeit schloss ich mich der dunklen Materie an. Und nach dem Krieg in der Menschenwelt bekam ich die Kraft der dunklen Materie in meine Hände. Ich kann sie erschaffen und zerstören, wie ich will. Seit dem Krieg, was ist da geschehen? Necrozma hatte offenbar genug Smalltalk. Dinge, die euch nichts angehen. Verschwindet oder leidet. Du willst uns drohen? Wir sind in einer großen Überzahl und sind einfach deutlich stärker als du. Also lass es bleiben. Ergib dich einfach. Ihr denkt, ihr könnt gewinnen. Ihr denkt, ihr habt eine Chance gegen mich. Wie aus dem Nichts erschien die dunkle Materie vor uns. Dann kämpft doch. Kämpft gegen mich und meine Materie. Traut euch. Die große Schlacht begann. Necrozma und die dunkle Materie kämpften als zwei Individuen. Offensichtlich als eingespieltes Team. Unsere gerade 18 Pokémon umfassende Gruppe teilte sich in zwei auf. Eevee, Spark, Lord Ecke, Olaf, Sejong, Black, Dark, Latios und Lucario stellten sich der dunklen Materie entgegen, während Blutklinges Träger, Sumpex, Gewaldro, Lapras, Amphirak, Knackrak, Funkenherz, Bulbi und ich uns um Necrozma selbst kümmerten. Unsere erste Priorität war es, die beiden Feinde voneinander zu trennen, was durch unsere zahlenmäßige Überlegenheit kein großes Problem war. Necrozma war offensichtlich auf einen Kampf vorbereitet gewesen. Früher war seine einzige Stärke seine Täuschung. Ohne sie konnte er kaum gewinnen. Doch inzwischen schien er auch in einem fairen Kampf ein ernstzunehmender Gegner geworden sein. Die dunkle Materie schien sich allerdings seit unserer letzten Begegnung kaum verändert zu haben. Beide Gruppen hatten nicht wirklich Probleme in diesem Kampf. Es war, wie Funkenherz es vorhergesagt hatte. Wie
sollten wir mit dieser Aufstellung überhaupt verlieren können? Nick Schossma schien sich dem auch nicht im Klaren zu sein. Schnell wirkte es so, als wäre er tatsächlich geschlagen. Auch wenn er noch stabil stand, er war eindeutig verwundet. Ihr wollt euch wieder in meinen Weg stellen! Materie, wir gehen zum Turm der Götter. Es wird dort enden, wo es begonnen hat. Folgt uns, wenn ihr euch traut. Im nächsten Moment waren sowohl er als auch sein Lakai verschwunden. Es war mal wieder typisch für Nick Schossma. Immer am Fliehen. Aber wir wussten wohin. Und an diesem Ort, auf dem Turm der Götter, gäbe es kein Entkommen mehr. Und unsere viel zu großen Mitstreiter wären in der Lage zu helfen. Auch der Träger Blutlinge sah die Situation. Dieser Kampf ist pausiert. Ich werde wieder Platz machen. Ruf mich erneut, wenn es zur wahren Schlacht kommt. Nur Sekunden später stand Shinnok wieder an seiner Stelle. Was ist passiert? Wir müssen los, zum Turm der Götter. Auf geht's. Das wahre Finale steht an. Yveltal, Giratina, Black und Dark kannten alle den Weg zu diesem legendären Ort und führten uns. Wir alle waren bereit für das Schlimmste. Nick Schossma würde nicht grundlos diesen Ort ansteuern. Irgendwas hatte er noch in petto. Und wir konnten nur hoffen, dass es nichts mit dem dunklen Gott zu tun hatte. Denn gegen so eine Macht, gegen eine Gottheit, wäre selbst unsere Armee wohl chancenlos. Die Stimmung in unseren Reihen war wahrlich eigenartig. Einerseits legte sich diese Sorge und die Angst wie ein Schleier über uns. Andererseits waren alle fest entschlossen und siegessicher. Mitten auf der Reise stoppte Lord Ecke allerdings kurz. Die Situation erinnerte mich ein wenig an mich selber in der Menschenwelt. Ich erinnerte mich noch gut daran. Es wirkte wie eine unsagbar bedeutungslose Szene. Doch sie wollte mir einfach nicht aus meinem Gedächtnis verschwinden. Sie war eingebrannt. Kurz darauf wirkte Lord Ecke wieder normal. Alles gut bei dir? Ja. Ich habe keine Ahnung, was los war. Ich hab mich und Günther vor meinem geistigen Auge gesehen. Auf der Zeitturmspitze. Nur, dass wir nicht Schattendialga gegenüberstanden, sondern Darkrai. Black teilte uns seine Meinung direkt mit. Super, jetzt beginn ihr nicht mit Tagträumen. Vergiss es und konzentrier dich auf die Lage. Und genau das taten wir auch, als wir die restliche Reise bestritten. Nach einigen Stunden erblickten wir in der Ferne ein riesiges Gebilde. Das Aussehen ließ keinen Interpretationsspielraum. Dieser heilige Ort war der Turm der Götter. Nun erkannte ich auch, was er in unserer Welt repräsentierte. Einen lange verlassenen, unbestreitbaren Ort, genannt Verhängnisturm. Die Sonne ging gerade unter. Unsere gesamte Gruppe einigte sich. Wir würden hier rasten. Doch nicht bis zum nächsten Morgen, sondern nur eine Stunde, um Kraft zu sammeln. Stumm saßen wir alle zusammen am Fuß des Turmes. Irgendwie fühlte sich die Stille falsch an. In derart angespannten Situation hatte Günther als Anführer oft versucht, uns mit einer Rede aufzupeppen. Allerdings war er nicht hier. Und der Anführer oder die Anführerin dieser Gruppe war derzeit ich. Also, es sieht so aus, als würde die Reise heute enden. Wir sitzen am Fuß des Turms der Götter, wo wir Nick Schossma ein für alle Mal vernichten werden und in dieser Gruppe sind so viele unerwartete Freunde. Diese Reise hat viele von uns verändert. Ich habe selbst Dinge gefühlt, von denen ich nicht dachte, dass ich sie fühlen könnte. Sumpex, du hast am meisten durchgemacht und am Ende dich selbst gefunden. Black, wir wissen, wie ungern du mit uns zusammenarbeitest, aber trotzdem hast du es über dich gebracht und bist nun hier. Funkenherz, du bist eigentlich viel zu jung für so ein Abenteuer. Aber gerade während den paar Tagen in dieser Welt bist du auch wirklich reifer geworden. Und Evie, du hast auch wieder vieles durchgemacht. Das Leben lässt dich oft genug leiden. Und vielleicht hast du jetzt endlich Frieden gefunden mit alten Dämonen. Du hast den Krieg mit Groudon begraben können und trotz Chillas neue Liebe gefunden. Ich denke, wir alle sind an dieser Reise irgendwo gewachsen. Und nun steht sie vor ihrem Ende. Seid ihr alle bereit zu beweisen, was in uns steckt? In der letzten Schlacht, im letzten großen Krieg. Jeder von uns wird diesen Turm mit anderen Motiven besteigen. Doch alle mit demselben Ziel. Und dieses Ziel eint uns in diesen Momenten.
seid ihr bereit zu beweisen, was der Glaube an das Richtige bewirken kann.